This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop. An unserem nächsten Tag hier in Portugal sind wir jetzt auf dem Weg nach Porto. Und auf jeden Fall erinnert die portugiesische Bahn gerade eher an die deutsche Bahn als an irgendwas, was funktioniert. Weil wir haben wieder Verspätung und sitzen jetzt hier am Bahnsteig. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt die allerschönste Umgebung hier. Aber naja, die Laune ist noch gut. Wir spielen am Handy ein Spiel gegeneinander und hoffen, dass wir dann bald ankommen und unser Hostel dann beziehen können. Wir sind jetzt hier in Porto angekommen. Wir sind so ungefähr 2 Stunden mit dem Zug gefahren, haben gerade noch in unser Hostel eingecheckt und jetzt habe ich meine Klamotten mal in so eine Wäscherei gegeben, weil langsam ging mir die Wäsche aus. Und jetzt laufen wir hier ein bisschen rum, warten bis es fertig ist und dann erkunden wir die Stadt noch ein bisschen weiter. Gestärkt von sehr, sehr leckeren Abendessen sind wir jetzt nochmal auf dem Weg zu der größten Brücke hier in Porto. Und von da hoffentlich haben wir da jetzt noch einen schönen Ausblick über die Stadt. Es ist ja jetzt auch wieder schon abends, das heißt, das Licht ist sehr schön. Ja, mal schauen.